Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder eine Rezension für euch und zwar geht es um Ein Jahr voller Wunder von Karen Thompson Walker. Das Ganze ist im BTB Verlag erschienen, ist jetzt ein Taschenbuch und kostet neu 9,99 €. Das Ganze hat 316 Seiten und ist eigentlich ein Roman, ein Jugendbuch, ich bin mir nicht so ganz sicher, das so ein bisschen mit dem Weltuntergangsszenario spielt. Von mir hat das Buch 4,5 bzw. auf Goodreads dann 5 Sterne bekommen, weil es mich wirklich absolut überzeugen konnte. Ich habe es richtig geliebt, ich habe es genossen, das zu lesen und ja, wenn man sich so das Cover und auch den Titel anguckt, erwartet man nicht unbedingt, dass es um einen Weltuntergang geht. Aber eigentlich wird genau das thematisiert. Deswegen lässt sich über die Covergestaltung streiten. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das absichtlich so gewählt wurde. Das Buch thematisiert auf jeden Fall eine Problematik, nämlich dass sich die Welt, also die Erde, immer langsamer dreht, wodurch Tage und Nächte immer länger werden. Also immer länger und immer länger. Also es wird immer, ja, ich glaube, ihr versteht schon, es wird halt immer länger. Also die Tage dauern irgendwann nicht mehr 24 Stunden, sondern halt dann irgendwann, was weiß ich, erstmal 36 Stunden und dann wird es einfach immer mehr. Und logischerweise bringt das einige Folgen mit sich, wenn Tage und Nächte immer länger werden, wenn es nicht mehr abkühlt oder eben eiskalt wird oder einfach zu heiß wird oder. In dem Buch erlebt man auf jeden Fall innerhalb von einer Familie vor allem, wie die das auffassen, wie die das erleben, wie sich das weiterentwickelt. Die Protagonistin ist Julia. Das Alter fand ich ein bisschen komisch, also irgendwann weiter hinten im Buch wird klar, das Mädchen ist erst 11 Jahre alt. Und das war so das Einzige, was mich an dem Buch ein bisschen gestört hat, weil ich finde, so wie sie schreibt, also wie sie das alles erzählt und verarbeitet und auffasst, klingt für mich viel, viel erwachsener als 11 Jahre. Was aber vielleicht auch dann daran liegt, dass sie das als Rückblick erzählt, man weiß es nicht. Wenn man sich mal eingelesen hat und damit abgefunden hat, dann verdrängt man das auch und denkt dann nicht mehr großartig drüber nach. Aber das war so der einzige Punkt, der mich ein bisschen, ja, gestört hat einfach. Auf jeden Fall erlebt man hier sehr schön, wie die Menschheit auch allgemein einfach versucht, mit so einer Katastrophe umzugehen, wie die Menschheit versucht, weiterhin zu existieren, vielleicht das Ganze auch ein Stück weit zu ignorieren und was für Folgen das einfach mit sich bringt. Vom Schreibstil her hat es mir unglaublich gut gefallen. Es war einfach trotz der schwierigen Thematik und vieler Dinge, die auch erklärt werden, also erklärt wurden einfach, so wissenschaftlich oder irgendwas in der Art, war es einfach sehr leicht und locker zu lesen. Der Lesefluss hat nicht gestockt oder war beschränkt durch irgendwelche komischen Formulierungen oder irgendwas, sondern war wirklich gut und flüssig einfach zu lesen. Und trotzdem hat das Ganze einfach ein hohes sprachliches Niveau gehabt, fand ich. Also es war jetzt nicht so wischiwaschi-mäßig, sondern war wirklich einfach richtig gut geschrieben. Es hat mir super gut gefallen. Was mich am meisten überzeugt hat, war einfach die, wie ich glaube, sehr detailreiche Recherche, die betrieben wurde, weil einfach so viele Folgen in so vielen verschiedenen Bereichen aufgezeigt wurden, die das Ganze mit sich bringt oder mit sich bringen würde, falls das wirklich passiert. Ja, da muss man einfach, glaube ich, viel Zeit investieren und das alles so recherchieren und um das dann auch so darlegen zu können. Und es war einfach glaubhaft und authentisch gemacht und erschreckend echt einfach, so dass mich das Ganze auch wirklich zum Nachdenken gebracht hat und ja, mir auch zwischendurch dann einfach so ein bisschen eine Gänsehaut beschert hat. Zudem konnten mich die Charaktere absolut von sich überzeugen, auch Julia, auch wenn sie erst 11 Jahre alt war. Das habe ich dann teilweise einfach so ein bisschen verdrängt und mich einfach darauf eingelassen und ja, einfach wie sie das Ganze beschreibt und erlebt, das war so authentisch und ich fand einfach diese Dinge, die da aufgezeigt wurden, ich will halt nicht allzu viel vorwegnehmen, falls ihr es noch lesen wollt, aber diese Folgen und das alles, was da aufgezeigt wurde, hat so echt und so, ja, so realitätsnah einfach gewirkt. Das war schon erschreckend zwischendrin. Also auch, was ich sehr, sehr cool fand am Anfang, das kann, so viel kann ich sagen, einfach wie die Menschheit dann in eine Hysterie ausbricht, vielleicht auch erstmal eine unbegründete Hysterie. Wie schnell sowas in Panik umschlagen kann, was die Medien da auch draus manchmal machen und. Ich fand, da war einfach ein ganz, ganz breites Feld, wurde da angesprochen und das hat mir unglaublich gut gefallen und auch wieder einfach so ein bisschen kritisch Stellung vielleicht auch der Gesellschaft gegenüber genommen wurde und dem Verhalten von uns Menschen allgemein, das fand ich einfach total überzeugend und genial gelöst. Und was ich auch gut fand, ist, dass das Ganze einfach wirklich von dem ersten Tag an ab, als das Ganze anfängt, bis zum, ja, fast schon bis zum Ende einfach
ja, dargelegt wurde, in welchen Schritten das Ganze abläuft. Und es wurde nicht mal langweilig zwischendrin. Also es gab jetzt nicht irgendwelche Längen, wo ich sagen würde, okay, das hätte man jetzt weglassen können, sondern es war wirklich irgendwie perfekt abgestimmt. Und ja, ich bin einfach begeistert von dem Buch. Zu guter Letzt lässt sich einfach nur noch sagen, wer auf solche Thematiken steht, lasst euch nicht von dem Cover verunsichern oder irgendwas. Es ist wirklich keine leichte Kost in dem Sinne. Wer auf solche düsteren oder schwierigeren Thematiken auch mal steht, der sollte sich das wirklich mal angucken, zumindest mal den Klappentext lesen oder mal reinlesen. Ich kann es einfach nur empfehlen und ich finde, das ist ein Buch, das hat mich auch wirklich im Nachhinein noch beschäftigt und ich denke da auch jetzt noch manchmal drüber nach. Das hat mich wirklich zum Nachdenken auch angeregt und das finde ich genial, wenn ein Buch sowas schafft und einen wirklich vielleicht auch ein bisschen umdenken lässt in manchen Dingen. Von daher würde ich sagen, ein Top-Buch, wirklich. Ich glaube, das wird so eins meiner Monats-Highlights, wenn nicht sogar das Monats-Highlight vom April. Und ja, ich kann es wirklich guten Gewissens einfach nur empfehlen. Und ja, mehr bleibt mir da nicht zu sagen. Ja, meine Lieben, das war's mit meiner Rezension von Ein Jahr voller Wunder. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, ich fand's großartig. Und ja, mehr bleibt mir da jetzt auch nicht dazu zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt. Sowas interessiert mich immer total. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!